Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Green Hell. Willkommen zurück hier bei Green Hell auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Wir haben 38 Tage überlebt, machen jetzt eine schöne Nachtruhe. Und zwar bis um 5.19 Uhr, passt mir gut. Fein. So. Dann schaue ich mal in die Lagerkiste. Was haben wir denn dabei? Wir haben das 16%, 40%, okay. Dann haben wir das und das. Angelhaken, Verbandzeug. Ja, ich glaube, wir können mal so eine Schale noch mitnehmen. Ich habe nämlich heute vor, eine kleine Wanderung zu machen, eine kleine Exkursion. Kann man das überhaupt noch essen? Boah. Offenbar nicht. So, da gibt es noch Handbohrer. Okay. Was sind das eigentlich? Ach, das sind Schmerzmittel. Gut. So, ich habe Blasrohrpfeile, die ich wahrscheinlich nicht nutzen werde. Knochennadel kann immer hilfreich sein. Eine Paranoss, okay. So. Dann werde ich mal frisches Wasser schöpfen und einen Blick werfen auf... Ah, da sind gerade ein paar Nüsse gefallen. Hier komme ich nicht weiter. So. Ich wollte mal einen Blick werfen auf die Bienen. Ja, und das kümmern wir uns demnächst. Um die Schmiede. So, und für die Bienen brauchte man ja... Ja, genau, da brauche ich eine Fackel. Ich nehme mir mal hier Holz. Was. Okay, fein. Dann so eine Fackel craften. Herstellen. Und ich glaube, das war's, genau. So, ich lasse mal
die hier. Nehmen die mit. Und. Ach, da ist schon eine Fackel, okay. Kann ich das hier irgendwo unterbringen? Sieht nicht danach aus. Dann lege ich es einfach hier hin. Die Machete finde ich wichtiger. So, und dann machen wir hier ein Feuer. Hier. So, benutzen. Bitteschön. Ist klar, dass es genau jetzt anfängt zu regnen. Ich glaube, jetzt können wir es mit der Fackel vergessen. Ja, sofort wieder aus. Okay, müssen wir den Regen noch abwarten. Bräuchte man und Wasser natürlich. So, Fett haben wir hier. Wasser. So, den kann man mal ablegen, den braucht man nicht unbedingt. Alles klar. So, dann machen wir das Feuer. Also die Honigaktion sozusagen. Dann schauen wir mal, wie es aussieht mit meinen Bienen. So, Bienenstock nehmen. Sehr gut. So, dann kann die Fackel hier rein. Das war eine Honigwabe und wir hatten einen Eintrag. Jetzt wollen wir mal schauen, wo es den gab. Ich glaube, es ging um Verbände. Tabakverband. Nee. Honig, ja hier. Ja, reich an Kohlenhydraten. Und ja, gut, dann
lasse ich das erstmal so. Und würde sagen, ich ziehe los. Und zwar ist die Idee ein bisschen südlich, das werde ich hier einfach anlassen, ein bisschen südlich von dem letzten improvisierten Camp ein weiteres Camp zu machen. Aber ich glaube, wir waren hier und ich würde gern hier hingehen, also ganz nach Süden runter. Ich glaube, das ist die Oase, wie ich sie mal nenne, die mir sehr gut gefallen hat. Da würde ich gern ein bisschen Zeit verbringen. So, und die Fackel lasse ich hier und nehme stattdessen die Angel mit. Okay, fein. Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das wünsche. Speer haben wir dabei, ist auf der 2. Und ja, hier sieht es immer noch so wild aus. Bin ich auch wirklich nicht glücklich mit, aber. Man kommt ja nicht zum Aufräumen. So, da ist eine Schlange. Also diese Massen an Gürteltieren hier, das ist schon crazy. Ja, das beeindruckt mich immer wieder, wie schön diese Map gestaltet ist, wie toll das hier aussieht. Also ich finde wirklich, dieses Game haben sie schön hinbekommen. Das ist ein tolles Spiel. Ich finde es etwas zu leicht. Ich finde gerade beim Jagen sollte das ein bisschen schwieriger sein. Also an Nahrung kommt man zu leicht ran, ist mein Eindruck. Was kann man gleich mal die Kokosnuss nutzen? Nee. Stupid piece of shit. Ist das Ding kaputt? Alles klar. So, also wir sind jetzt hier. Ja, wir könnten eigentlich quer durch. Vielleicht mache ich das auch. Also das fand ich war hier im Game. Von Anfang an einer der schönsten Orte. Ah, jetzt bin ich ja doch wieder hier. Ah, das wird nichts, ja.
der hat mir wirklich schon immer sehr gefallen. Dieser. Ja, so eine. So ein. Im Grunde genommen ist es nur ein Wasserloch. Aber schöne große Fische da drin. Ein Wasserfall. Das hat mir immer sehr gut gefallen. So, nehmen wir mal das. Interessiert, ja, den Kletterhaken haben wir auch. So, hier haben wir schon mal kampiert. Absuchen. Oh, das ist ja ordentlich. So, soll ich mal schauen. Wir müssen in Richtung Süden. Ja. Gehen wir mal hier weiter. Jetzt auf wahrscheinlich an diesem Punkt. Ah, da gibt's Honig. Ich weiß nicht, brauche ich den? Schaden kann's ja nicht. Gehen da lang. Hier mal kurz aufräumen. Weiter geht's. So, schauen wir mal. Ah, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaub, wir sind hier richtig. Schon wieder eine Nuss.
So, mit dieser Pflanze hat das doch auch irgendwas auf sich. Okay, kriege ich nicht mehr in meinen Rucksack. Ja, es würde da reingehören, okay. Gut. Antiparasitenpelz. Jetzt hier irgendwo. Ja, das ist das verlassene Camp. So, und wir haben's 16 Uhr. Jetzt sollte man hier die Nacht verbringen. Oh. Den hat's erwischt. Aber wie sieht's bei uns aus? Die hatten 90, 84, 76. Eigentlich ganz gut. So. Ich dachte, man kann den zerlegen, aber scheinbar nicht. Merkwürdigerweise. Sammeln. Schauen wir mal, was er da so sammeln. So, das passt nicht mehr rein. Großkatzenfleisch, was haben wir sonst so bekommen? Knochen. Na gut. Ja, dann kann man ja hier mal ein Feuer machen und das Fleisch braten. Ah, ich weiß nicht, ob das noch geht, ob wir noch fit genug sind dafür. Die lasse ich mal hier liegen. Dann hole ich das Fleisch. Dann machen wir uns eine schöne Suppe.
kann ich mich kurz waschen. Ja, das ist schon eine ganz schöne Leistung, so ein Jaguar mit einem irgendwo noch einem spitzen Stock. Ich meine, okay, es ist ein Speer, aber ihn so abzuwehren, nicht schlecht. So, trinken. Ja, dann können wir das mal hier abstellen. Es gibt aber eigentlich keine Verwendung. Ich nehme es wieder zurück. Ich nehme es wieder zurück. Die nehme ich auch. So. So, hier kann man campieren. Schlafen. Man kann hier nicht safen. Glaube ich. Das wäre doch. Ich meine, wie weit bin ich denn entfernt? Ich bin jetzt hier und ich will da runter. Ist nochmal. Ja, ist nochmal ein ganzes Stück. Ja, vielleicht mache ich das dann einfach. Und zwar. Genau, bringen wir den hier hin. So, das kann man auch klein hauen. Glaube ich zumindest. Okay, wohl doch nicht. So, dann brauchen wir Longsticks. Schon mal gar nicht so leicht hier mit den Longsticks. Aber hier finden wir welche. Okay, fein. Ich dachte, ich habe schon wieder so ein V
Fauchen gehört, aber mag mich täuschen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Dach. I need to rest. Sechzehn davon, okay, das kann eine Weile dauern. Gibt's trockene Blätter? Sehr gut. Oh, jetzt ziehen Indios durch. Ich weiß nicht, ob ich mich da vorsehen sollte. Weil ich vor allen Dingen auch kaum noch Energie habe. Ja, und das werden wir jetzt gleich machen. Wir werden uns hier hinlegen und Finne sind ready dann für den nächsten Tag und werden dann weiter nach dieser, nach diesem kleinen Weiher suchen. Denn wir sind jetzt im, ja, hier. Wir wollen da nach unten. Ja. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.